Moin Moin und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Und heute wollte ich euch das erste Langzeitprojekt vorstellen, und zwar einen Lupo. Das ist ein 1 Liter, noch der Vierzylinder mit 50 PS. Das Modell ist jetzt Baujahr 2003 und wie ihr seht, eine recht seltene Farbe. Das ist nämlich ein Cambridge. Der hat das Schiebedach und ein, zwei Kleinigkeiten im Innenraum. Hier so Schaltknopf und so ein Gedöns. Genau, und natürlich die farblich passende Innenausstattung zur Außenfarbe. Hier nochmal der Schaltknopf. Genau, und wie man sieht, Auto ist tiefer gelegt, hat H&R Feder und Sparkus in unglaublichen 16 Zoll. Und unglaublich 195er Breite auf dem Lupo. Also sieht fast schon etwas falsch aus. Hier auf dem Lupo so breite Schlumpen. Aber fährt sich überraschend gut, muss man sagen. Gerade Auslauf auf der Autobahn ist echt gut damit. Und sieht halt top aus, ne? Ja, was gibt's noch zu sagen? Wir haben dunkle Seitenblinker, natürlich mit E-Nummer. Wir haben dunkle Scheinwerfer, die sicher schon bessere Zeiten gesehen haben. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Ja, so ganz leicht Farbunterschied an manchen Stellen haben sie schon. Sonst würde die erste Klarlackschicht abgehen. Dunkle Blinker haben wir auch. Rückleuchten sind aber die Originalen noch. Genau. Was gibt es noch zu sagen zum Auto? Wie euch vielleicht schon aufgefallen ist, sind die normalerweise schwarzen Zierleisten und auch Teile der Stoßstange unten alle lackiert in Wagenfarbe. Ich finde, das steht ihm gut. Vorne genauso. Alles in Wagenfarbe hier. Hier nochmal von vorne das Ganze und auch von hinten. Ja, es ist etwas dunkel unten, also sieht man nicht ganz, aber unten der Absatz der Stoßstange ist auch in Wagenfarbe lackiert. Genau, dann haben wir noch einen Novus Endschalldämpfer. Da werde ich gleich am Ende des Videos mal einen kleinen Soundcheck euch einblenden. Ja, war sehr günstig, fast günstiger als ein originaler Endschalldämpfer und sieht jetzt nicht. Sieht jetzt nicht zu, ja, ich will nicht sagen billo aus. Ich finde ihn recht dezent. Das ist der kleinste Endrohrdurchmesser, was es gab. Sollte jetzt nicht so bullig sein, also auf gar keinen Fall DTM-Auspuff hier nach oben weg und zwei Rohre und 70 mm, sondern dezent. Ja, Sound ist nicht überragend viel lauter geworden. Also man hört ihn nicht von innen fast gar nicht lauter, aber von außen ganz dezent und ist auf jeden Fall im Rahmen und nicht zu übertrieben, nicht so prollig, schon okay. Tja, er hat ein, zwei Krankheiten noch. Ich glaube, der Klassiker ist, was die meisten Lupo- und Arosa-Fahrer auch kennen. Die klackenden, kaputten Türfangbänder. Dazu wird in den nächsten Videos mal ein Video kommen, wie wir die wechseln. Und vielleicht können wir auch herausfinden, was da genau kaputt ist und wie man das eventuell beheben kann. Schauen wir mal. Und der Gute hier schmeißt die Motorkontrollleuchte. Und da ist sie, die gefürchtete Check-Engine-Lampe. Genau, das werden wir uns auch vornehmen. Und zwar der ein oder andere 1-Liter-Fahrer, VW-1-Liter-Fahrer, AOC ist der Motorcord übrigens, wird das Problem kennen. AGR-Ventil. Fehlermeldung, AGR-Ventil Durchfluss zu gering. Ich werde euch hier mal eben die Fehler kurz einblenden. Genau, die sind von der Kali-App. Und genau, das werden wir uns jetzt auch als nächstes vornehmen. Einmal zerlegen das AGR-Ventil, mal schauen, ob der Durchfluss wirklich zu gering ist. Ob das Röhrchen vielleicht verstopft ist, vielleicht ein bisschen verrußt.
Beim Luftfilterkasten hatten wir mal ab. Da konnte man schon sehen, dass etwas Öl im Ansaugtrakt ist, nicht viel. Also das passt schon, was so normalerweise aus Kurbelwellenlüftung und Augenwellenlüftung kommt. Aber da werfen wir mal genau einen Blick drauf. Genau, da ist die Race Machine. Sagen und wobe 1 Liter Hubraum, aber 4 Zylinder. Also Laufkultur ist recht angenehm. Aber ja, 50 PS, AOC Motor, gibt glaube ich nicht viel zu sagen. Eigentlich zuverlässig, bis auf den Fehler mit dem AGR-Ventil. Aber der Fehler ist an und der Motorlauf ändert sich nicht. Das Einzige, was ist beim da der TÜV-Prüfer hätte damit ein Problem, würde das bemängeln, dass die Abgaswerte eventuell nicht stimmen im Verlassbereich, sonst aber kein Problem. Ja, und sonst werden wir noch so ein, zwei Kleinigkeiten machen, die ihn wieder ein bisschen schön machen. Aber als erstes machen wir jetzt, gucken wir uns an, warum die Motorkontrollleuchte an ist. Also, das ist ja schon gesagt, Fehler ausgelesen, Motorkontrollleuchte ist an wegen AGR-Ventilfehler, Abgasrückführungsfehler. Aber das werden wir uns als erstes angucken und die TÜV-Armbänder werden wir auch machen. Und danach wird es sicherlich noch ein, zwei andere Sachen geben, die wir im Auto machen werden. Aber als erstes kommt jetzt nächste Woche erstmal ein POV-Video wieder, wie gewöhnlich. Es war eine Topspeed-Fahrt auf der Autobahn mit dem Lupo. Ja, nicht wundern, wie schnell er wirklich fährt. Ich kann euch so viel schon mal verraten. Im Fahrzeugschein sind 151 km/h angegeben und ob er die schafft, seht ihr dann im nächsten Video. Genau, und dann wisst ihr, was euch im nächsten Video erwartet. Das POV-Video, die TÜV-Fangbänder und die Motorkontrolllampe. Und dann wünsche ich euch viel Spaß mit dem nächsten Video. Und jetzt folgt noch der Soundclip von dem Novus-Endschalldämpfer. Lasst einen Kommentar, lasst ein Like da, abonniert den Kanal und freut euch auf weitere Videos. Bis dann, ciao! Genau, und dann folgt nächste Woche um gleiche Zeit das POV-Video. Topspeed mit dem Loop auf der Autobahn. Genau, und dann wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann.